Wie kommt man weg vom Drama, wenn man es immer gewohnt war, beziehungsweise wie erkennt man jemanden, der dramafrei ist? Wer ist schon dramafrei? Also klar, es gibt Menschen, die weniger dramabelastet sind, es gibt Menschen, die mehr dramabelastet sind. Aber wir müssen verstehen, was sich hinter Drama verbirgt. Hinter Drama verbergen sich Bedürfnisse, hinter Drama verbergen sich gewisse Einschränkungen in der Kindheit. Das bedeutet, wenn der Mensch um seine Interessen kämpfen musste, auch gegen seine Autoritäten, auch gegen seine Eltern oder diejenigen, die ihn erzogen haben, weil sie ihn eingeschränkt haben, dann war das Drama ein Instrument, um das zu bekommen, was dieser Mensch wollte. Wenn es nicht möglich war, einfach so zu reden und zu sagen, hey, das und das ist mir wichtig, sondern der Mensch musste kämpfen. Und wenn er irgendwann verstanden hat, mit 3 Jahren oder mit 4 Jahren, dass wenn er Drama macht, dann bekommt er, was er will, dann wird er das auch machen. Und dementsprechend neigen wir dann dazu, in diese Richtung zu gehen. Ebenfalls ein Ausdruck eines Mangels an Liebe. Und Drama entsteht auch, wenn wir miteinander kämpfen. Wenn wir anfangen, miteinander zu kämpfen, wenn wir anfangen, unsere Interessen durchsetzen zu wollen, komme was wolle, dann entsteht Drama. Ja, es entsteht Kampf. Drama können wir überwinden, indem wir den Sinn für den Genuss des anderen feststellen. Ich weiß, dass der andere genießen will. Und er kann genießen. Und maximaler Genuss, wie gesagt, ist Liebe. Das bedeutet, er sehnt sich nach Connection. Er sehnt sich nach dem Verstandenwerden. Drama machen wir, wenn wir nicht das bekommen, was wir wollen. Wenn unsere Bedürfnisse nicht befriedigt sind. Wenn wir dem anderen zeigen, dass seine Bedürfnisse uns sehr wohl wichtig sind, auch wenn sie nicht mit, also das sind nicht dieselben Bedürfnisse wie meine, aber ich verstehe deine Bedürfnisse, auch wenn es nicht meine Bedürfnisse sind, dann fühlt sich der Mensch verstanden, er fühlt sich angenommen. Das bedeutet, er bekommt das Gefühl, dass du von seinem Stamm bist. Du bist aus seinem Stamm. Dramafrei, also wie gesagt, es gibt keine Menschen, die dramafrei sind, weil das auch, also es gibt keine Menschen, die in irgendwelchen Laborbedingungen aufgewachsen sind. Ja, alles voller Liebe, immer kommt Essen, immer kommt Trinken, immer kommt Geld, immer kommt Liebe, immer kommen irgendwelche Freunde, die einen immer respektieren und Menschen vom anderen Geschlecht, die diesen Menschen für den Tollsten halten. Es gibt keine Menschen, die unter solchen Bedingungen aufgewachsen sind. Wir werden immer mit dem Leben konfrontiert, seit unserer Geburt. Und wir werden immer damit konfrontiert, dass es Bedürfnisse gibt, die wir befriedigen. Es gibt immer Bedürfnisse, die wir nicht befriedigen. Mehr noch, es wird immer Sachen geben, die du willst, egal was du bekommst. Auch wenn du alles hast, was du jetzt willst, du wirst trotzdem weiter wollen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das bedeutet, irgendein Teil von uns ist immer nicht befriedigt. Es ist immer Bewegung da. Bedürfnisse sind Bewegung. Emotionen sind Bewegung. Ja, wir werden motiviert, irgendwas zu machen. Was wäre es für ein Leben, wenn wir einfach auf dem Boden sitzen könnten und oder müssten? Ja, und wir bekommen alles in unseren Mund reingeschaufelt. Wir müssen nichts machen. Wie wären wir? Ich glaube, wir wären nicht so feinfühlig. Ich glaube, wir wären nicht so... wir hatten einfach keine Freude dabei, weil diese Spiele von es gibt etwas, was nicht befriedigt ist, es gibt etwas, was ich will und ich hab's nicht. Es ist auch etwas, was uns glücklich macht. Ja, es macht überhaupt keinen Sinn, jemanden finden zu wollen, der alle deine Bedürfnisse befriedigt. Das bedeutet, du hast eine Sekunde, bevor du daran gedacht hast, dass du Durst hast, reicht dir der Mensch schon ein Glas Wasser. Was ist das für ein Leben? Also
für dich, für den Menschen, der das Wasser, der permanent deine Bedürfnisse beobachtet, ist es schon gar kein Leben oder für die Menschen. Ja, es ist ein Teil des Spiels. Dramafrei, ja, sind Menschen, die in der Kindheit mit sehr viel Liebe aufgewachsen sind. Die gesehen haben, dass seine Eltern ihre Konflikte nicht durch Gewalt lösen. Also es gibt auch psychologische oder emotionale Gewalt oder dieses Opfertum, Formulierungen wie nie machst du das oder immer machst du jenes. Ja, also Kommunikation, die mit Gewalt getränkt ist. Wenn das Kind sieht, dass seine Eltern immer wieder dieses Drama haben, sich streiten, sich gegenseitig provozieren, sehr unterdrückerisch miteinander umgehen, dann weiß das Kind, hey, so löst man seine Probleme. Ja, das bedeutet, um mich in dieser Welt zu behaupten, muss ich genauso agieren. Alles andere, weil ansonsten bekomme ich nicht das, was ich will. Ein Kind, das aufgewachsen ist, oder ein Mensch, der aufgewachsen ist, in einem sehr harmonischen Haushalt, wo, okay, wenn irgendwelche Streitigkeiten aufkamen, die wurden sehr schnell geregelt, die wurden sehr schnell gelöst. Der Vater behandelt die Mutter gut, die Mutter behandelt den Vater gut, beide lieben sich. Also das Kind sieht in den Augen der Mutter, dass sie den Vater liebt, also ihren Mann. Und dass der Vater die Mutter liebt. Und das durchgehend. Ja, sie sehen, wie die Eltern ihre Liebe ausdrücken und austauschen. Und natürlich auch mit dem Kind selbst. Dass es nicht so viel Geschrei gibt zu Hause oder wo auch immer. Es gibt nicht so viele Einschränkungen. Ja, das Kind kann plus minus machen, was es will. Aber bitte schön nicht die Finger in die Steckdose stecken oder zu nah an den Abgrund gehen. Ja, aber auch da wird nicht geschrien, sondern da wird ganz sanft und behutsam vorgegangen, auch in solchen Umständen. Ja, und wenn das Kind etwas falsch macht, eine schlechte Note schreibt oder etwas kaputt macht oder was auch immer, dann gibt es kein Geschrei, es gibt keine Unterdrückung, es gibt keinen demonstrativen Liebesentzug. Dann entwickelt sich der Mensch normalerweise sehr harmonisch und neigt zu weniger Drama.